Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute machen wir mal was anderes wieder, und zwar verschaffen wir diesem Mazda RX-8 mit grandiosen 181 PS mal schnell über 600 PS. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Jetzt fahren wir mal hier los mit den 181 PS. Ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also ja, geht halt vorwärts wie so ein Straßenauto. Reißt uns wahrscheinlich jetzt nicht vom Hocker. Schauen wir mal, was wir hier noch zusammenkriegen auf der Geraden. 160, 170, ja, 180. Irgendwas 185, 186 km/h. Und jetzt bin ich gleich wieder da und dann haben wir 600 PS. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt den Wagen mit 600 PS und jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Ihr seht schon, das Auto wird beim Beschleunigen ein bisschen instabil. Und wir haben schon beim Runterfahren mehr Topspeed, als wir vorher auf der ganzen Geraden geschafft hatten. Wir ballern hier nach vorne wie eine Rakete. Man sollte bedenken, wir haben immer noch keine größeren Reifen und keine Aerodynamik, die uns hier hilft. Deshalb ist ein Straßenwagen mit Semi-Slicks halt einfach überfordert mit zu viel Leistung. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das auch hinkriegt, dass ihr eure Mods so tunen könnt, wie ihr wollt, und ihr könnt dann auch 6000 PS oder 10.000 PS, wie es euch gefällt, in euer Mod-Auto einbauen. So, hier bin ich schon mal in meinem Assetto Corsa Ordner, den ihr wahrscheinlich unter C Programme x86 Steam, Steam Apps, come on, und dann eben Assetto Corsa findet, wenn ihr die Standardinstallation gemacht habt. Hier in diesem Ordner brauchen wir wieder mal Content und Cars. Hier sind jetzt alle Autos, die installiert sind, die Standardautos mit KS von Kunos gekennzeichnet, und wir suchen jetzt hier den Mazda RX-8-13B. Das wäre hier dieses Auto. Und hier drin ist ein Ordner namens Data. Dieser Ordner ist nur dann da, wenn der Mod-Ersteller seine Daten nicht verschlüsselt hat. Ansonsten ist das nämlich eine Datei und ihr kriegt da eigentlich nichts rausgelesen. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Und zwar anhand vom Citroen DS3. Der ist hier und da schaut es so aus, und wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr nichts mit anfangen. Man könnte die zwar entschlüsseln, aber da müsst ihr euch erst ein Entschlüsselungsprogramm besorgen, und ja, egal. Lasst mal sie es verschlüsseln, wenn sie es wollen. Wir brauchen wieder unseren Mazda, weil da geht das. Also da haben wir Data und hier drin sind jetzt die wichtigen Dateien. Und zwar haben wir hier einmal die PowerLUT-Datei, das wäre die hier, und wir finden hier Drehzahl und an der zweiten Stelle das Drehmoment zur Drehzahl. Hier hinten habe ich euch mal die Leistung ausgerechnet. Das geht mit der Formel Drehzahl mal Drehmoment durch 9550 und mal 1,36, wenn ihr statt der KW-Angabe die PS wollt, die ich hier auch angegeben habe. Hier seht ihr, wie gesagt, die Leistung. Der Wagen hat hier bei 9000 Umdrehungen 182 PS, hier sogar ein bisschen mehr, aber ist egal. Und diese Leistungskurve, die müssen wir ändern. Ich habe jetzt hier natürlich schon was vorbereitet, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und zwar habe ich mir, ups,
ja, genau. Hier schon mal eine neue Leistungskurve gemacht. Ich habe hier die Leistung nur bis 5000 Umdrehungen gerechnet. Wichtig an so einer Kurve ist, dass das Ganze einigermaßen sauber läuft, weil wenn ihr richtige Haken rein habt und sagen wir machen hier mal 800 Newtonmeter, dann gebt ihr aufs Gas und bei 4500 Umdrehungen reißt ihr euch die Hinterräder weg und ihr fliegt einfach in die Prärie ab. Also sollte es einigermaßen sanft sein und wenn ihr es einigermaßen realistisch haben wollt, dann setzt ihr den höchsten Drehmomentwert nicht ans Ende, sondern irgendwie ein paar tausend Umdrehungen davor und geht dann wieder ein bisschen runter, weil wie ihr seht, wir haben auch hier die maximale, also das maximale Drehmoment, aber die maximale Leistung haben wir hier, da haben wir weniger Drehmoment. Also gut, ich setze das jetzt hier mal bei dem anderen ein. Ihr müsst, glaube ich, diese Strichpunkte machen, damit er das nicht durcheinander bringt mit der Leistung. Aber ich weiß es nicht. Aber ich werde es einfach machen. Speichern das ab, ganz wichtig. Speichern nicht vergessen. Und das nächste, was wir machen müssen, ist, wir müssen in die Drivetrain-Datei rein. Die Drivetrain-Datei, die sagt uns einiges über das Getriebe und Differential aus und auch die Kupplung ist damit drin. Die ist jetzt für uns am wichtigsten, weil wenn wir hier nicht das Drehmoment erhöhen, dann wird uns das Spiel nicht einkuppeln lassen. Wir haben dann dauernd durchdrehende Kupplung und kriegen keine Leistung auf die Räder. Ich habe es mal ausprobiert, 800 reichen jetzt bei dem, aber es schadet nie mehr zu haben, ist halt nicht realistisch dann. Aber dann geht auf jeden Fall alles gut. Ansonsten kann man hier auch einstellen, welchen Antrieb man haben will. Hier haben wir Heckantrieb. Unter Getriebe haben wir die Menge der Gänge und natürlich die Übersetzung. Je niedriger die Zahl ist, desto länger ist der Gang übersetzt. Und hier hinten haben wir Final Drive und das habe ich jetzt zum Beispiel auch mal auf 4,0 gesetzt, weil sonst waren wir hier gleich immer im Begrenzer. Das auch abspeichern. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich für so einen einfachen Saugmotor auch gar nicht. Wir könnten jetzt noch kurz bei Engine reinschauen. Da seht ihr Drehzahlbegrenzer und minimale Drehzahl, also die Stand-Idle-Drehzahl. Ja, hier wird auch die Power-Loot reingeschrieben, aber das ist eh schon drin, damit die Engine weiß, wo, also der Motor weiß, wie viel Drehmoment und so weiter er hat. Ist ein ganz simples System hier, nichts Kompliziertes und ihr müsst auch hier nichts ändern. Nur, dass ihr mal gesehen habt. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Dann einfach alles sicher abspeichern, Spiel starten, Spaß haben. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Zum anderen hier, also wir machen gern noch ein anderes Video, dann kann ich auch auf Turbomotoren eingehen. Ist auch ganz interessant. Da müssen wir da auch in die Engine-Datei rein. Und ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Wünsche ich euch noch viel Spaß beim Mods verpfuschen. Mehr ist es nämlich nicht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.